Ich komme gerade aus dem Gewächshaus und habe die zweite große Ernte hinter mir in diesem Jahr. Ich habe Paprikas geerntet, Chili, Tomaten und jede Menge Kräuter. Daraus mache ich wieder eine Soße, die eingeweckt wird, ganz ähnlich wie die hier. Schaut mal in dieses Video rein. Aber in diesem Video, ich habe mir hier einen Zettel gemacht und auf dem Zettel stehen einige Fragen, die ihr immer wieder stellt, die ich immer wieder unter den Videos finde und die werde ich jetzt mal beantworten. Denn das sind Fragen, die häufig kommen, die euch interessieren, die will ich nicht unbeantwortet lassen. Währenddessen werde ich hier meine wunderschönen Sachen schneiden. Schaut euch diese Paprikas an. Kannst du mit deinem Paprika mal kurz Pause machen? Ich wollte euch noch zeigen, unterm Video unbedingt mal reinschauen. Guckt da, da gibt es diesen Index und viele weitere Informationen. Moment, ich komme mal vor. Hier sind die ganzen Fragen aufgelistet, davor sind ja die Minuten. Klickt da einfach drauf, dann kommt ihr im Video direkt zur Antwort. Scroll mal runter. Da kommen jetzt auch die Links zur Facebook-Gruppe zum Beispiel und zu Instagram. Und jetzt weiter mit dem Video. Viel Spaß! Habt ihr schon mal so einen schönen Paprika gesehen? Ja, es ist der Paprika. Ich sage das auch immer, dann korrigieren mich die Leute. Ah, das heißt doch die Paprika. Nein, es ist die Paprikaschote, aber der Paprika. Auch wenn es sich ein bisschen merkwürdig anhört, aber er ist männlich. Dann nochmal jede Menge Zitronen. Ja, Tomaten natürlich, auch wenn es aussieht wie eine Zitrone. Wunderschön, aber... Es ist eine Tomate. Die Tomatenverköstigung, die habe ich auch hinter mir im selben Video, das ich euch vorhin verlinkt habe. Schaut da unbedingt mal rein, denn die Dinger schmecken alle sehr unterschiedlich. Ich werde die jetzt auch mal wieder probieren, denn zum Beispiel diese Zitronentomate hier, die habe ich nicht über den grünen Klee gelobt, denn sie war jetzt nicht allzu dolle. Vielleicht, wenn sie jetzt länger am Strauch hing, ist sie noch mal etwas besser geworden. Deswegen gebe ich denen auf jeden Fall noch mal eine Chance. Dann möchte ich was sagen zu dieser hier. Da habe ich gesagt, das sei die Tigerella. Das ist falsch. Es ist die Blush Tiger. Bitte entschuldigt den Fehler, eine wunderschöne Tomate. Ja, auch der werde ich noch mal eine Chance geben, beziehungsweise das war eine gute. Ach, da sind so schöne Sachen drin. Es ist wie beim Einkaufen schon. Hier meine Blockpaprika, sieht die nicht fantastisch aus? So was Schönes, also sieht man selten. Dann habe ich jede Menge Kräuter. Zum Beispiel einen Basilikum, einen Strauchbasilikum. Der riecht umwerfend. Einen Oregano. Dann habe ich natürlich Salbei. Einen wunderschönen rötlichen Salbei. Gefällt mir sehr gut. Den Oregano habe ich euch gar nicht gezeigt. Das ist der Oregano. Dann kommt rein ein Estragon. Natürlich jede Menge Rosmarin. Oh. Rosmarin ist was ganz Wichtiges in der Soße, gibt der Soße einen kräftigen, würzigen Geschmack, genauso wie das hier, der Thymian. Und irgendwas, das habe ich doch noch vergessen. Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Hier. Wie immer mache ich auch das hier rein. Wer erkennt es? Es ist eine Minze. Minze in die Tomaten- bzw. Tomaten-Paprikasoße? Ja, ganz wenig. Wenn ihr nur einen Topf voll Soße macht, so einen kleinen Topf, dann nehmt nur ein, zwei Blätter. Aber bei meinem riesen Topf, 40 Liter, natürlich werden das keine 40 Liter, aber es wird schon 15, 20 Liter werden schon werden, schätze ich. Da ist so ein Sträußchen, ein Klacks auf einen heißen Stein, ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber immerhin, es gibt so einen schönen, minzigen, fruchtigen, frischen Geschmack. Also ich mag das gern. Es darf nicht im Vordergrund sein, deswegen nicht zu viel. Das mache ich auch ganz gerne zum Beispiel immer in Salate mit rein. Auch da ganz wenig, aber es peppt unheimlich auf. Zusätzlich mache ich mir die Minze gerne in mein Trinkwasser rein. Hier sieht man es immer, das ist normales Leitungswasser. Wir haben hier fantastisches Wasser. Da kommen zwei Stängel Minze rein und was da unten schwimmt, das ist das australische Zitronenblatt.
Und das gibt einen sehr schönen Geschmack. Da braucht man nichts anderes an Sirup oder sonstiges ins Wasser tun. Das reicht so. Ich mag es total gerne. Ah, auch eine Neuerung. Ich habe mir einen Deckel gekauft. Einen Deckel für meinen großen Topf. Den habe ich mir gebraucht gekauft und leider war er ohne Deckel. Jetzt habe ich lange gesucht nach einem Deckel auf eBay Kleinanzeigen, gebraucht, nichts gefunden. Jetzt dachte ich, ich brauche jetzt endlich mal einen. Habe mir einen gekauft, leider nur neu, aber immerhin. Und jetzt würde ich sagen, wir schneiden die Sachen auf, damit ich vorwärts komme, aber jetzt erstmal Flotti Rigotti. Schaut doch mal, sind die nicht unglaublich? Boah, ich finde die so schön. Das ist die ganze Paprika-Ausbeute, finde ich nicht schlecht. Natürlich hängen noch welche drin, die sind noch grün. Ein paar so grünliche habe ich auch schon geerntet. Hier auf der einen Seite ein bisschen rötlich, dann ein bisschen grünlich. Sind auch völlig okay, aber ich mag die roten deutlich lieber, denn die sind reif, die sind süß, die sind fruchtig. Und die kommen natürlich in die Soße. Hier der Haufen, den ihr hier vor mir seht, das habe ich alles von dem abgeschnittenen Kopf weggebrochen. Das ist mir viel zu schade zum Wegschmeißen. Ihr seht, was für eine Menge da nochmal zusammenkommt. Das schneide ich auch gar nicht mehr groß klein. Das kommt mit in den Topf. Ich habe die Kerne ausgeschüttelt aus den Schoten. Da sind aber immer noch Kerne drin. Hier sieht man es. Das macht mir gar nichts aus. Im Gegenteil, ich mag das gerne in der Soße drin. Sind Ballaststoffe. Wirklich schmecken werden sie wahrscheinlich nach nichts. Aber ich schmeiße ungern weg. Natürlich mache ich da nicht alle Kerne rein, das wäre einfach zu viel, aber so ein bisschen ist schon gut. Weiter mit Flotti Rigotti erstmal. Die Chilischoten, die habe ich mal ganz gelassen, denn die können ganz schön höllisch scharf sein hier. Und so, wenn ich sie ganz lasse, kann ich die ganz einfach wieder rausfischen. Hätte ich sie klein geschnitten, wären sie mit der Paprika hier nicht mehr unterscheidbar. So kann ich sie rausholen. Erste Frage. Wenn ich einkoche, dann koche ich ja alles tot, dann sind die ganzen Vitamine ja weg, bringt ja gar nichts, kann ich es gleich das Klo runterspülen. Nein, so ist es nicht. Es gibt Vitamine, die sind hitzeempfindlich, klar, die gehen nicht alle kaputt, aber sie reduzieren sich, je nachdem wie lange man es einkocht. Und es gibt Vitamine, die sind relativ hitzebeständig, Mineralstoffe sowieso. Und dann die rote Farbe in den Tomaten hier. Jetzt hole ich gerade eine Tomate raus, die nicht ganz so schön rot ist. Egal. Der rote Farbstoff in den Tomaten, der ist auch sehr gesund und der wird durch die Hitze sogar noch rausgelöst und quasi aktiviert. Also einkochen ist für mich natürlich eine Methode der Haltbarmachung und damit kann ich über den ganzen Winter meine Tomatensoßen essen. Nicht nur wegen des tollen Geschmacks, es sind auch immer noch viele wichtige Dinge enthalten. Also ich koche da nichts tot, ich mache haltbar. Das Beste ist natürlich immer frisch essen und das machen wir auch den Sommer über. Aber bei den Mengen koche ich natürlich ein. So, dann packe ich schon mal die Kräuter rein. Die Reihenfolge ist hier völlig egal. Obendrauf kommen dann die Tomaten. Wer meine Videos kennt, weiß, ich mache mir gerne ein Bouquet Garni, also ein Kräutersträußchen. Da binde ich einfach alles zusammen. Ich fange hier jetzt nicht an, die einzelnen Blättchen runter zu zupfen. Es geht viel einfacher. Das lasse ich das Köcheln nachher übernehmen. Denn die lösen diese kleinen Blättchen oder durchs Umrühren fallen die ab, bleiben dann also in der Soße, so wie ich es mag. Und die Stängel hier, die fische ich einfach wieder raus. Finde ich eine ganz praktische Sache. Ah, das ist ein Duft hier über den Kräutern. Irgendwann wird Google, sprich YouTube, auch noch so eine Duftübertragung erfinden. Wird wahrscheinlich viele schlimme Dinge geben dann. Aber hier bei mir, oh, da könntet ihr mal riechen, wie unglaublich gut das duftet hier. So frisch gezupfte Kräuter. Rosmarin, Thymian, Salbei, Basilikum, Oregano. Boah. Brrr. Wahnsinn. Dazu wie immer
mein super praktischer Rollbratenfaden. Gibt es in verschiedenen Varianten. Finde ich total praktisch. So, da habe ich ganz schnell nämlich ein kleines Stück Schnur. Damit binde ich das Ganze zusammen. So, diesmal mache ich es etwas besser als das letzte Mal. Ist mir nämlich ziemlich auseinandergefallen, was auch nicht weiter schlimm ist, denn das hole ich ja alles nachher raus. Die Äste, man sieht es sehr gut. Aber, dass ich es etwas einfacher habe. Ihr kennt bestimmt das Problem, wenn ihr einen normalen Knoten macht, so, dann bindet ihr irgendwas zu, wie das hier, was wieder so gegendrückt, dann geht der Knoten ganz schnell wieder auf, dann fehlt die dritte Hand, die auf den Knoten hält. Da gibt es den Trick, wenn ihr einen Knoten macht, ihr schlingt nicht nur einmal rum, ihr schlingt einfach zweimal rum. Jetzt hat das da viel mehr Reibung und es geht nicht mehr so schnell auf. Also, einmal ist der normale Knoten und einfach noch ein zweites Mal durch. Und wenn ich jetzt zuziehe, zack, bleibt es zu. Jetzt kann ich noch einen Doppelknoten oben drauf machen, zack, und jetzt ist das eine tolle Sache. Und so kommt das Ding hier jetzt in meinen Topf rein. Wahnsinn. Ah, ich liebe es. Damit habe ich das erste Körbchen schon leer. Und dann geht es weiter mit den Tomaten. Und da kommen auch noch ein paar Chilis raus. Die schmeiße ich tatsächlich auch einfach ganz rein. Das ist wieder eine Pimiento de Padron. Die werden jetzt rot. Die ich einfach übersehen habe. Die sind scharf. Deswegen schmeiße ich die ganz rein. Eine ganze Menge. Aber denkt immer dran, das ist auch eine Menge an Tomatensoße, die ich hier mache. So, jetzt mache ich weiter mit den Tomaten und ihr dürft Flotti Rigotti zugucken. Jetzt schaut euch mal dieses Ding hier an. Ananas-Tomate, ich glaube, das ist die schwerste, die ich jemals hatte an einem Strauch. Es war tatsächlich von einer Tomate, wo sonst nicht viele dran hingen, also an einem Strauch. Das heißt, dieser Strauch konnte ausschließlich diese eine ernähren, dann werden die so riesig. Tolles Exemplar. Und das Schöne ist, die schmecken nicht wässrig, die schmecken noch richtig gut. Ja, im Vergleich zu sowas hier, unglaublich, oder? Wie unterschiedlich doch Tomaten sein können. Was eine wunderschöne Vielfalt. Allein die Farben, die Formen, der Geschmack. Also, ich finde es schon toll. Von fast weiß habe ich hier jetzt nicht dabei, über grün, rot, orange, tiefes Gelb, gestreifte, wirklich schön. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Gewächshaus. Wo kaufst du dein Gewächshaus? Wo hast du es her? Was hat es gekostet? Wie groß ist es? Wie breit? Wie lang? Wie hoch? Und so weiter. Zum Gewächshaus, da habe ich schon mal ein ausführliches Video gemacht. Und zwar war das ein Gartenrundgang im Dezember. Da gibt es ja nicht allzu viel zu zeigen. Deswegen habe ich mich da auch ein bisschen aufs Gewächshaus spezialisiert. Schaut bitte auch da rein. Verlinke ich euch da oben in der Ecke. Unglaublich schön. Und auch so rum aufgeschnitten. Also, eine Show. Und da riecht schon das Fruchtfleisch so aromatisch. Mmh. Ananas-Tomate. Einfach spitze. So, ich habe jetzt zwischendurch immer wieder mal eine Tomate gekostet. Sei es hier die Tanatsu, die wirklich gar nicht schlecht ist. Ist zwar eine feste Tomate mit nicht allzu viel Aroma, aber festes Fleisch zum Einkochen super. Oder meine geliebte Ananas-Tomate, die wirklich spitze ist. Gar keine Frage. Und jetzt möchte ich auch noch mal die Zitronentomate probieren, die mir jetzt ja nicht so toll geschmeckt hat. Vielleicht ist sie jetzt besser geworden. Nein, quasi geschmacklos. Schade. Für die Soße macht es nicht allzu viel aus. Da sind so viele Sachen drin, die viel Geschmack haben. Deswegen
packe ich die auf jeden Fall auch mit rein. Total widerlich. Du nimmst ja immer den Löffel, mit dem du probierst hier in der Soße, steckst den in den Mund und verwendest ihn dann wieder in der Soße. Ja, macht mir auch nichts aus, denn ich bin hier privat. Das ist meine Soße. Die esse ich nachher sowieso, meine Frau und ich. Also uns macht es nichts aus. Würde ich in einem Restaurant arbeiten und dort für Gäste kochen, wäre das natürlich was anderes. Da ist das ein No-Go. Hier im privaten Bereich völlig okay und macht mir gar nichts aus. So, jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, wer kennt sich mit Carbonmessern aus? Wer ist der Messerprofi? Ich liebe ja diese Messer hier. Das ist ein Carbonmesser, also kein Edelstahl. Und man kann es schon erkennen. Ich habe jetzt Tomaten geschnitten. Was haben Tomaten? Säure, ganz klar. Und diese Säure, das greift hier das Metall an. Ist ja nicht weiter schlimm. Diese Flecken, die Messer kriegen, sind auch völlig normal. Aber wenn ich an dem Stahl rieche, das hat schon ein Geschmäckle. Also es riecht schon komisch, nicht gerade angenehm. Kann mir einer von euch erklären, was es damit auf sich hat mit Carbonstahlmessern, die rosten, klar, man muss ja immer ein bisschen pflegen, und dann, wenn man säurehaltige Sachen schneidet, die dann hier sich so anlösen und müffeln, riechen, komisch. Gerne unten unter das Video, wenn ihr die Antwort wisst, würde ich gerne wissen, was das damit auf sich hat. Warum hast du eigentlich den Fendt nicht mehr? Der Fendt, damit hatte ich zwei Traktoren. Ich hatte ja den Güldner zuerst, den kleinen roten, den jeder kennt. Und dann habe ich mir mal einen grünen gekauft, den Fendt. Den Fendt, den habe ich mir deswegen gekauft, weil eine liebe Nachbarin den Bauernhof ihrer Eltern aufgegeben hat. Und da habe ich den rausgekauft. Sie hätte ihn sonst dem Käufer des Bauernhofs quasi verschenken müssen. Ich habe ihr noch den echten Käuferpreis dafür gegeben. Sie hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Den hatte ich dann ungefähr ein Jahr lang, den Fendt. Ein super Traktor, keine Frage. Ein Fendt Farmer 2S, klasse Ding. Aber ich habe mich entscheiden müssen, einen zu verkaufen, weil ich einfach Platzmangel habe. Ich habe mich für den Fendt entschieden, weil der größer ist. Der Güldner, der rote, ist kleiner, wendiger und für mich deshalb geeigneter. Deswegen musste der Fendt dran glauben. Jetzt machen wir erstmal weiter, damit ich mit der Soße weiterkomme. Flotti Rigotti und wir sind gleich wieder für euch da. Nächste Frage. Du lässt ja immer die Schale dran hier bei den Tomaten. Das ist ja dann ganz eklig in der Soße. Nee, für mich nicht. Ich mag das zum Glück so. Ansonsten müsste ich tatsächlich jede Tomate schälen. Ist eine Wahnsinnsarbeit und kann ich mir zum Glück sparen. Denn meine Frau und ich, wir lieben das so mit der Schale. Es ist deutlich weniger Arbeit. Und auch hier, glaube ich, da stecken jede Menge Ballaststoffe drin, die für unsere Verdauung ganz gut sind. So. Wann kommen endlich Videos in 4K-Auflösung? Ich frage mich, wozu. Denn meine Videos, die sind in HD, können auf 99% aller Geräte wunderbar angeschaut werden. Sollte ich mal Inhalte haben, bei dem 4K wirklich was bringt, dann will ich es nicht ausschließen. Aber bis dahin werde ich einen Teufel tun und euch meine wuchernden Nasenhaare auch noch in 4K liefern. Nee, ich werde nicht jedem technischen Schnickschnack hinterherrennen, nur weil es ihn gibt. Schaut euch mal einen Traktor an, hallo? Für meine Inhalte ist Full HD zurzeit völlig ausreichend, wie außerdem auch für 90% aller YouTube-Filme. Wenn es mal soweit sein soll, dass 4K Standard ist, dann werde ich es auch machen, versprochen. Okay, jetzt geht's noch weiter mit meinen super süßen kleinen Tomaten. Sind die nicht hübsch? Die hau ich, naja, die etwas größeren, die werde ich einmal durchschneiden, aber die kleinen, die lasse ich ganz. Nochmal zum Thema Schale. Es ist ja auch der Grund, warum ich die großen Tomaten in kleine Stücke schneide, damit die Schale natürlich kleiner wird, dass man sie gut essen kann, weil manchmal kann die schon ein bisschen zäh sein, aber es ist ja nicht viel. Das sind ja keine großen Stücke. Wenn ich mir das hier so anschaue, das geht eigentlich. Bei den ganz kleinen Tomaten, da ist die Haut in der Regel sowieso ganz dünn. Oh, und die sind gut.
Goldiner-Tomate. Ah, echt spitze. Kann ich sehr empfehlen. Diese kleinen Größen, da mache ich oben den grünen Strunk ab und schmeiße sie komplett rein. Pah, das war's schon mit den Tomaten. Kommen wir zur nächsten Frage. Kannst du mich im nächsten Video bitte grüßen? Klar kann ich das machen. Damit grüße ich jetzt Kevin, Lukas, Benjamin, Karin, Sebastian, Jenny, Carsten. So, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alle Namen genannt. Ich habe alle gegrüßt. Jetzt braucht mich nie wieder jemand zu fragen. So, nochmal zu diesem Messer hier. Nicht nur, dass es hier in der Klinge abfärbt, nein, man kriegt auch wirklich dunkle Finger davon. Und dort, wo ich mein Messer mit der Klinge anlange, ganz dreckig und dunkel. Also ich freue mich wirklich über Kommentare von Leuten, die sich auskennen mit Carbonstahlmesser. Vielleicht können die mir ein paar Tipps geben. So, jetzt geht's weiter. Immer wieder kriege ich die Frage, kann ich Saatgut von deiner Prinz Czerny haben, Czerny Prinz, oder von der Ananastomate oder von der Panthos Paprika und so weiter. Geht leider nicht. A, kann ich so viel Samen gar nicht rausschicken, wie Leute bei mir anfragen, und B, verkaufen geht nicht, da ich kein Händler bin. Also Saatgut bitte einfach bei Händlern kaufen. Oder ich mache ab und zu mal eine Saatgutverlosung. Deswegen Kanal abonnieren, dabei bleiben. Ab und zu schicke ich schon mal Tütchen raus. Einfach gewinnen. Warum ziehst du immer ein rotes T-Shirt an? Ja, es ist tatsächlich nicht immer das gleiche, also dasselbe T-Shirt. Nein, ich habe davon einen ganzen Stapel von im Schrank. Und es ist natürlich so ein bisschen mein Markenzeichen, genauso wie mit meinem Strohhut. Und ich mag die Farbe Rot deutlich lieber als zum Beispiel Braun oder Blau. Nächste Frage. Kann man dich besuchen? Nein, das geht nicht. Ich ärgere mich auch immer ein bisschen, wenn hier Leute auftauchen, einfach in den Garten reinlaufen. Das geht natürlich nicht. Ihr könnt euch einfach mal melden bei mir, wenn ihr mich besuchen müsst, aus irgendwelchen Gründen. Dann bitte schreiben, nicht per E-Mail. Am besten einfach unter dieses Video Kontakt aufnehmen, da lese ich alles. Oder ihr kommt in meine Facebook-Gruppe, verlinke ich euch da. Das ist eine geschlossene Gruppe, aber ihr könnt da alle reinkommen. Ich nehme da jeden auf. Dann zu Facebook. Da fällt es mir manchmal auf in der Gruppe, dass manche Leute doch nicht so schön reagieren. Wir sind da eine geschlossene Gruppe. Es geht ums Thema Selbstversorgung. Da geht es also ums Kochen, ums Einkochen, ums Haltbarmachen. Es geht um Garten, es geht um Bienen, es geht um Hühnerhaltung, es geht ums Schlachten, es geht um Fleisch. Also alles rund um die Selbstversorgung. Klar, man kann da diskutieren, aber was ich möchte, seid nett zueinander, seid höflich, werdet nicht ausfällig. Es gibt so viele Facebook-Gruppen, wo die Leute sich zerfleischen. Das möchte ich in der Gruppe Selbstversorger Rigotti nicht haben. Deswegen bitte ich die Leute, die ausfällig werden, höflich zu bleiben. Wenn das nicht klappt, fliegen die raus. Denn Höflichkeit, damit kommt man nicht nur viel weiter, es macht einfach auch viel mehr Spaß im Leben. Wie geht's denn weiter hier mit meiner Soße? Da mache ich jetzt Gewürze dran. Einmal Pfeffer. Nochmal ein Tipp, kauft keinen gemahlenen Pfeffer. Da gehen die Aromen so schnell flöten. Deswegen kaufe ich nur Pfeffer als Korn. Den mahle ich dann in der Mühle, immer ganz frisch, hat ein tolles Aroma. Oder ich zerkleinere mir das hier für meine Soßen mit so einem Mörser. Tolles Ding, die kosten nicht viel. Die gibt es in Asialäden für einen Spottpreis. Dafür, dass das echter Stein ist hier. Den Pfeffer, den mörser ich nur ganz grob. Wer mich schon länger guckt, der weiß ja, ich habe das ganz gern. Wenn ich dann mal die Soße später aufmache im Winter und beiß dann auf ein Pfefferkorn, das macht dann einmal schön scharf, so eine kurze Schärfe ist das. Und das macht die Nase frei und regt den Geschmack an. Ich mag das total gern. Probiert es einfach mal aus. Natürlich muss man ein bisschen Schärfe auch vertragen.
richtig gut. Pfeffer. Salz diesmal nicht vergessen. Wie viel Salz kommt da ran? 86 Gramm. Nein, ich mache das tatsächlich immer nach Gefühl. Was fehlt noch? Knoblauch. Knoblauch habe ich hier stehen. Ihr seht hier vor meiner traurigen Menge, die sind nicht nur winzig klein, meine Knollen, sondern es ist leider auch nicht viel dieses Jahr. Aber so ist das. Es bleibt spannend in dem Garten, denn es ist jedes Jahr anders. Den werde ich jetzt nur ganz grob hacken. Der zerfällt dann eh in der Soße. Schauen wir mal, nächste Frage. Ach ja, in eigener Sache. Es gibt Kanäle, die mittlerweile Rigotti imitieren. Die nehmen mein Logo, das runde Logo mit dem gelben Konterfei und tun so, als wären sie der Rigotti-Kanal. Und vor allem geben sie Kommentare bei anderen Videos ab, unter meinem Namen. Also es sieht so aus, als würde ich das machen. Wenn ihr seht, Rigotti gibt irgendwo einen Kommentar ab und völlig durchgeknallte Antwort. Und wenn hinter dem Kanalnamen nicht das Häkchen ist, das heißt, mein Kanal ist bestätigt, das gibt's ab 100.000 Abonnenten, dann kann man seinen Kanal prüfen lassen. Und wenn YouTube sagt, ja, alles in Ordnung, du kriegst so ein Häkchen. Und so könnt ihr erkennen, ah, es handelt sich um den echten Rigotti, alles okay. Also im Zweifel einfach nachschauen, Häkchen dran am Kanalnamen, dann ist alles in Ordnung. Also ich frage mich, warum ist es überhaupt möglich, dass YouTube ein und denselben Kanalnamen doppelt vergibt? Das müsste YouTube wirklich mal ändern. Wenn ich mir die Kanalanalysen bei mir anschaue, ich sehe rund 80% Männer. Wo sind die Frauen? Ich mache so schöne Kochrezepte, so tolle Sachen im Garten, bin bei den Bienen, bei den Hühnern, in der Küche, beim Basteln. Warum nur Männer oder so viele Männer? Liebe Frauen, sagt mir, was kann ich ändern, was kann ich besser machen? Schreibt's mir unten in die Kommentare rein. Verwende ich ja immer gerne diese Dinger hier. Sieht aus wie so ein großer Schöpflöffel, ist aus Edelstahl und gibt es super günstig in so Asialäden. Verlinke ich euch unterm Video. Außerdem, ich verlinke dort immer recht viele Sachen. Schaut da einfach regelmäßig mal rein. Alles, was ich so verwende und für nützlich und gut empfunden habe, verlinke ich dort und auch jede Menge an Beschreibung. Jetzt werde ich das Ganze hier mal durchrühren. Eine richtige Augenweide. Hier kommt jetzt noch ein bisschen Olivenöl drüber. Ja, es sieht viel aus, ist aber nicht viel. Es ist eine Menge Soße. Das werde ich jetzt köcheln lassen. Einige Stunden. Wir haben jetzt ja gleich Abend. Und bevor ich ins Bett gehe, werde ich hier nochmal nachlegen, damit es auch über Nacht weiter köcheln kann. Morgen früh werde ich es nochmal weiter köcheln lassen. Es wird sich ganz schön reduzieren dann. Und dann einkochen in meine Einweggläser. 20 Liter, 20 1-Liter Gläser sind bereits im Keller. Ah, fantastisch, freue ich mich schon drauf. Und diese hier kommen dann noch dazu. Zusätzlich dann Kürbisse, meine tollen Tomatillos und na, was habe ich noch? Paprika ist noch jede Menge da, Chili, auf die Kürbisse freue ich mich besonders. Kartoffeln habe ich ja schon geerntet. Es wird wieder doch ein recht gutes Jahr, auch wenn ich gar kein Obst habe und mir doch einiges zusammengebröselt wurde hier beim Hagel. Ist der nächste Morgen. Schauen wir mal in den Topf rein. Boah, das riecht gut.
Es ist jetzt noch sehr viel Flüssigkeit drin. Das liegt daran, dass ich den Deckel drauf gelassen habe. Heute werde ich ihn eine Weile unten lassen. Dann kann die Flüssigkeit verdunsten. Die werde ich jetzt aber mal abschmecken hier. Boah, ist das gut. Wie groß ist dein Grundstück bzw. deine Beete? Ja, ich habe mal ein Video gemacht, da habe ich eine Karte eingeblendet vom gesamten Grundstück. Da könnt ihr wunderbar sehen, wie groß das Grundstück ist. Es sind so knapp 3000 Quadratmeter insgesamt und die reine Beetfläche, die zeige ich euch hier mal. Die umrande ich und mache so die ungefähren Quadratmeterzahlen rein, dass ihr seht, wie viel Beetfläche ich habe. Und es ist wie immer, egal wie groß die Beete sind, sie sind zu klein. Ich werde mir sukzessive auch die Beete erweitern, mal Hochbeete bauen eventuell und so Beetfläche vergrößern. Schauen wir mal, was das Video macht. Heute ist doch Sonntag, Sonntag früh und es ist kurz nach 7. Wie viel Uhr gehen meine Videos online? Punkt 7 Uhr, Sonntag in der Früh. Gartengemüsekiosk hat auch ein Video hochgeladen. Ich investiere eine Menge Zeit in den YouTube-Kanal, in die Kommentare, in meine Videos, in den Dreh, in Recherchearbeit. Und ja, manchmal kommt die Frage auf, habe ich mir aufgeschrieben, verdienst du mit YouTube Geld? Kannst du davon leben? Oder arbeitest du auch noch nebenher? Also ich arbeite nicht nebenher. Ich habe natürlich einen normalen Job, bin Journalist und bin seit 20 Jahren selbstständig, habe ein eigenes Magazin. Viele kennen das vielleicht schon, es heißt Drucker Channel. Dort bin ich der Chefredakteur und habe das mal gegründet. Da habe ich mich auf Drucker spezialisiert. Ich teste Drucker, ja, ist was völlig anderes wie mein Garten hier, mein Paradies. Da habe ich mein Herz hier im Garten, bei den Tieren, bei den Bienen, bei den Hühnern, im Gewächshaus, in der Küche, beim Kochen. Aber hey, man muss auch Geld verdienen. Ja, das mache ich mit YouTube auch. Und da muss ich mich auch bei euch ganz herzlich bedanken, denn nur durch euch ist es überhaupt möglich, dass ich da ein bisschen Geld verdienen kann. Geld verdiene ich durch die Anzeigen, die da kommen. Also ich bin immer glücklich, wenn jemand keinen Adblocker anhat. Adblocker, das ist in eurem Browser rechts oben dieses Ding, was da mitläuft. Ich kann jeden verstehen, der den Adblocker anhat, weil Werbung schmerzt einfach. Aber hey, wir Content Creator, wie wir so neudeutsch heißen, wir leben davon leider. Ne? Das ist nun mal so. Wenn ihr einen YouTuber unterstützen möchtet oder so eine Seite wie meine Drucker-Channel, da lebe ich auch nur von Anzeigenschaltung. Wenn ihr für diese Seiten dann eine Ausnahme macht mit dem Werbeblocker, dort die Werbung ausschaltet, dann tut ihr denjenigen, in dem Fall mir, einen riesigen Gefallen. Ja, wer mal draufschauen will auf Drucker-Channel, das ist mein Hauptjob. Gebt mir gerne mal Feedback, wie euch das gefällt. Das ist sehr technisch. Wenn ihr einen Drucker braucht, nicht in den Mediamarkt gehen und das nächstbeste Gerät kaufen. Es gibt so viel Scheiß auf dem Markt. Lieber erst informieren. Wir bei Drucker-Channel helfen da gerne weiter. Aber hier bei YouTube, da geht es schließlich um Garten. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil häufig die Frage kommt, ob ich denn nebenher auch noch arbeite. Habe ich denn noch weitere Fragen? Muss ich mal hier schauen, da habe ich mir noch was aufgeschrieben. Ah, da fällt mir ein, hier in Facebook, da habe ich noch in der Gruppe Selbstversorger Rigotti die Frage gestellt, welche sind eure brennendsten Fragen, die ihr Rigotti schon immer mal fragen wolltet? Kommt in die Gruppe doch rein, stellt dort die Fragen und die werde ich dann sukzessive beantworten in diesen Videos hier. Hier zum Beispiel ist schon gefragt worden, wie viel Freizeit hast du eigentlich bei deinem Job, Garten, YouTube und so weiter? Bleibt ja nicht viel Zeit übrig. Ja, das fragt André. Und da ich ja selbstständig bin und meinen Garten und die Bienen und die Hühner und so, das beansprucht schon viel Zeit, aber das ist ja mein Hobby. Das mache ich ja super gerne. Von dem her ist es Teil meiner Freizeit und da investiere ich auch viel rein. Also das mache ich schon sehr gerne. Zeit übrig haben kann man gar nicht, denn ich sehe es so, ein Tag hat 24 Stunden und die hat jeder zur Verfügung. Wir haben alle die gleiche Zeit, da kann man keine Zeit übrig haben und Zeit sparen geht schon gar nicht. Und gar niemals auf die Rente sparen, auf die Rentenzeit warten.
So, genug geschwafelt. Wo bekomme ich teilweise deine Sorten an Gemüse her, die du anpflanzt, also Chernyprinz, Ananastomaten und so weiter? Das fragt der Martin. Gerade die Ananastomate und Chernyprinz bekommt man bei Saatguthändlern natürlich nicht im Gartencenter. Die verkaufen da nur, ja, in der Regel langweilige Sorten. Schaut mal im Internet, da gibt es Saatguthändler, die sich auf so alte Sorten spezialisiert haben. Wenn ihr eingibt Ananastomaten, Samen, dann findet man da einiges. Es gibt allerdings auch Sorten, die sind so selten, da findet man nichts. Deshalb würde ich euch empfehlen, geht in eine Facebook-Samentauschbörse oder Facebook-Gruppe Selbstversorger Rigotti, fragt da einfach nach, wer hat die Samen, ich würde sie gerne tauschen. Und dann findet man die in der Regel. Was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ich glaube, jeder hat noch so ein paar Ideen, die zwar nicht nötig sind und unverhältnismäßig kosten würden, aber die doch ganz nett sind. Oh, schwierig, schwierig. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich eine große, riesige Orangerie hinbauen, beheizt mit einem Bio-Heizkraftwerk noch, das ich bestücken würde aus meinem eigenen Wald, alles sehr ökologisch aufbauen, versuchen, klimaneutral zu leben, das ist mir ganz wichtig. Und dann exotische Sachen auch anbauen, neben meinem ganzen Gemüse, was ich hier habe. Also da ist mein Herz schon so da, bloß sowas kann man sich nicht leisten. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann ja. Steffi fragt nach einem Fantreffen. Ha, Fantreffen ist super. Ich muss zugeben, ich denke da auch öfters drüber nach, mal ein Fantreffen zu machen, hier im Garten. Und es ist schwierig, es sind 130.000 Abonnenten, regelmäßige Zuschauer, so um die 40.000. Und da muss ich irgendwie natürlich eine kleine Gruppe, vielleicht bis zu 30, 40, 50 Leute aussuchen und die mal einladen. Ja, ist im Hinterkopf und werde ich bestimmt mal machen. Nika fragt, meine Frage, warum nimmst du die Versprecher aus den Videos? Wenn du die Outtakes einblendest, wirken die eigentlichen Videos für mich leider gestellt. Jeder verspricht sich doch mal. Ich persönlich würde es toll finden, wenn die Videos so sind, wie sie gedreht wurden, mit Versprecher. Meine normalen Versprecher, die lasse ich auch sehr gerne drin, aber es gibt Szenen, die muss ich einfach nochmal sagen und nochmal sagen. Manche Sätze wollen einfach nicht klappen. Und die haue ich dann in die Outtakes rein, wenn sie dann mal lustig sind. Und ja, das ist nun mal meine Masche, meine Art. Und ich muss auch sagen, es gefällt auch vielen. Manche mögen es nicht, aber die müssen dann einfach damit leben oder die Outtakes einfach überspringen. Und jetzt werfe ich nochmal einen Blick in die Tomatensauce. Das Feuer brennt schön. Ja, die Soße ist über Nacht kalt geworden, denn wir haben es richtig kalt gehabt. Knapp über 10 Grad sind es nur. Und heute Nacht war es doch noch mal ein bisschen kälter. Hier habe ich noch eine Frage, die häufig ist. Wo kommt eigentlich dein Name her? Rigotti, warum heißt der Kanal so? Ist ganz einfach erklärt. Meine Frau heißt Rigotti und bei der Hochzeit habe ich ihren Namen angenommen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich vorher hieß, schaut euch das Video an vom Bau der Gartenmauer. Findet ihr unter den Rigotti-Videos in der Playlist. Habe ich eine extra Playlist gemacht. Und da trage ich mal einen großen Briefkasten rum und da ist mein alter Name groß eingefräst. Wer Interesse hat, schaut da mal rein. Letzt habe ich noch was Nettes zugeschickt bekommen von einer Annette aus Wien. Die hat mir einmal eine Tasche gehäkelt, glaube ich, ist das, ne, die Technik. Die soll ich zum Einkaufen nehmen, ist mir aber ein bisschen zu klein. Da werde ich mir in der Küche irgendwas reinfüllen, vielleicht Zwiebeln oder Kartoffeln und dann hinhängen. Sieht hübsch aus und es hängt luftig und ich sehe sofort, was drin ist. Finde ich sehr praktisch. Annette, vielen Dank dafür. Dann hast du mir noch mitgeschickt einige Gläser, die so aussehen, ohne Beschriftung. Doch, es steht was drauf. Es steht drauf, Blind Date, hier in dem Fall Nummer 6. Blind Date deshalb, sie hat nämlich ein Spiel erfunden, verschiedene Marmeladen, die man alle verköstigen soll, am besten mit mehreren Personen und dann erraten soll, was ist da denn drin. Hier gibt es Zettelchen, auf den Zettelchen, da ist alles Mögliche an Zutaten aufgelistet,
Zum Beispiel Amaretto, Balsamico, Bourbon Vanille, Chili, Haselnüsse, Kardamom, Kokosmehl, Korn, Kurkuma, Limette und so weiter. Und man soll rausschmecken, was drin ist. Es sind, ich glaube, 6, 7, 8 Gläser, alle so ein bisschen verschieden gemacht mit verschiedenen Zutaten. Und man muss seine Geschmacksnerven so konzentrieren und trainieren und rausschmecken, was es ist. Macht man sich ein Kreuzchen dran. Und so kann man ein schönes Spiel machen und gleichzeitig rausschmecken, weil es ist ja mittlerweile wirklich schade. Die Kinder essen quasi nur noch Nutella, Fett und Zucker und wenig Marmelade, kaum noch Honig. Also trainiert mal wieder eure Geschmacksnerven. Ich versuche das auch immer, einfach mehr zu schmecken. Egal was ich esse, einfach mal sich mal konzentrieren. Was sagt meine Zunge und mein Gaumen? Und was könnte drin sein, wenn es sowas ist wie eine Tomatensauce? Ist da Knoblauch drin? Schmecke ich Knoblauch raus? Schmecke ich den Rosmarin raus? Finde ich diese Geschmacksnuancen? Das macht wirklich Spaß und ist auch gut. Man isst langsamer, man konzentriert sich mehr aufs Essen. Macht das mal und die Idee hier mit der Marmelade finde ich super dafür. Probiert es doch einfach mal aus. Annette, vielen Dank dafür. Mittlerweile ist es Abend. Die Soße hat für mich die ideale Konsistenz. Werdet ihr gleich sehen. So. Diesmal mit der großen Schöpfkelle, da passt deutlich mehr rein und so kann ich so ein 1-Liter-Glas hoffentlich in einem Zug voll machen. Schauen wir mal, Luzi. Ja, dafür macht man auch mehr Sauerei, mein Trichter ist dann nicht groß genug. Wie kann man nur so viel Sauerei machen? Das beim ersten Glas. Solche viel zu großen Gummis, die kommen immer gleich weg. Die schmeiße ich nicht weg. Nein, die verwende ich tatsächlich wieder. Überall kann man Gummis verwenden. Und ich glaube, die Gummis, die ich mir hier rausgelegt habe, sind alles Ausschuss. Nein, da sind auch gute dabei. Alles gut. Hier habe ich meine Klammern. Die ganzen Gläser kommen wieder in den Pressure-Canner. Und weil es mir hier mal, als ich nur 2 Klammern dran gemacht habe, den Gummi so ein bisschen rausgedrückt hat, durch den starken Druck, der da entsteht, mache ich jetzt lieber 4 Klammern drauf. Ist ein bisschen übertrieben, aber sicher ist sicher. So, diesmal etwas vorsichtiger. Jetzt kommt ein Wind. Auch hier seht ihr, ich habe die Gläser nicht sterilisiert, auch nicht die Gummis und auch nicht die Deckel hier. Die sind ganz normal abgespült von letztem Jahr, standen dann im Keller. Sind natürlich staubfrei, aber ich sterilisiere die nicht. Warum? Das spare ich mir. Die Dinger kommen in den Pressure Canner. Dort herrschen knapp 120 Grad. Das hält keine Pilzspore aus und keine Bakterie. Deswegen ist das kein Problem hier. Wer mein letztes Video gesehen hat mit dem Pressure Canner, der weiß, es passen in den Pressure Canner dummerweise keine 2 1-Liter Gläser übereinander. Bei dem Weg-Einkochautomaten, da funktioniert das, der ist hoch genug. Pressure Canner nicht. Deswegen mache ich hier auch meine 1/2-Liter Gläser, kann ich die übereinander stellen und so wunderbar einkochen. Mehr Platz ausgenutzt. Und diese 1/2-Liter Gläser, die sind nicht schlecht, wenn ich selber mal alleine bin zu Hause, einen Hunger kriege, dann mache ich mir so ein 1/2-Liter Glas auf. Zu zweit sind die 1-Liter Gläser super. Oder meine Frau ist alleine mal zu Hause, dann ist es die richtige Portion dafür. In Facebook
Da habe ich ja die Frage gestellt, beziehungsweise euch gebeten, die Fragen zu stellen, die ihr schon immer stellen wolltet. Das war heute Morgen. Mittlerweile sind 60 Fragen drauf, die ich alle beantworten möchte. Aber nicht mehr in diesem Video. Das werde ich ein bisschen verteilen. Und gerne auf im nächsten Video, vielleicht auch bei Instagram oder direkt bei Facebook. Schaut da einfach ab und zu mal rein. Aber auch bei den YouTube-Videos werde ich viel erklären. Also wer kein Instagram hat oder Facebook, der verpasst nicht wirklich was. Hier auf YouTube wird immer mein Hauptkanal bleiben. Da werde ich so gut wie alles zeigen und erklären. Es ist so eine unglaublich befriedigende Arbeit, die Tomaten, die man das ganze Jahr, quasi seit Februar, März, seitdem ich sie vorgezogen habe, das ganze Jahr begleitet habe und großgezogen habe, geerntet habe und dann eingekocht und jetzt haltbar machen. Das ist mein Ziel und es befriedigt einen unglaublich. Es ist eine ganz tolle Arbeit, immer wieder schön sowas machen zu können. Wovon ich immer wieder begeistert bin, ist dieser Einfülltrichter. Der ist echt spitze. Denn ohne den wäre es eine Mordsauerei. Der Rand würde immer dreckig werden. Der soll ja einigermaßen sauber bleiben, dass zwischen Gummi und Deckel und Glas kein Schmutz ist, der dann dort vielleicht bleiben würde. Und dann könnte das Glas Luft ziehen und dann der Inhalt verderben. Deswegen der Einfülltrichter einfach super praktisch. Die gibt es auch in Kunststoff. Ihr wisst ja, ich bin kein Kunststofffan, deswegen gerne in Edelstahl. Und die sind auch nicht viel teurer. Halten dafür ewig, sind viel stabiler. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, ich freue mich immer sehr über einen Daumen rauf. Kommt in die Facebook-Gruppe, wenn ihr noch nicht da seid. Da könnt ihr Bilder zeigen, ist sehr praktisch. Könnt ihr alles von eurem Garten zeigen. Und schaut mal bei Instagram vorbei, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert jetzt den Kanal. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, denn hier kommt jeden Sonntag ein Video und dazwischen manchmal auch. Also bleibt dran und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti.